Bei so vielen Autos ist die Unfallgefahr in der ersten Kurve groß. Sei vorsichtig. Sauberes Überholmanöver. Auf der Vorderachse. Das Problem mit Kers gelöst. Es müsste wieder verfügbar sein. Dein Vordermann muss noch eine Durchfahrtsstrafe antreten. Versuch ihn zu überholen. Aber geh kein Risiko ein. Okay, du musst ihn überholen. Du musst ihn überholen. Beim Wagen hinter dir hat man sich wohl für einen kürzeren Stint entschieden. Er ist auf den weicheren Reifen unterwegs. DRS ist wegen des Safety Cars deaktiviert. DRS ist deaktiviert. Du hast
hast jetzt einen neuen Satz weiche Reifen. Du musst nur noch einmal zum Stop kommen. Du musst das Safety Car überholen und dich am Ende des Felds einreihen. Überhol das Safety Car. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Im Moment sieht die Spritmenge gut aus. DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es in der DRS-Zone verwenden, wenn du weniger als eine Sekunde hinter deinem Vordermann bist. Du bist in Sektor 2 schneller als dein Vordermann. Schnapp ihn dir in Sektor 2. Wir sind nur eine Sekunde hinter deinem Vordermann. Mal sehen, ob wir mit DRS an ihm von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Die Lücke zum Auto vor dir ist kleiner als eine Sekunde. Starte in der DRS-Zone ein Überholmanöver. Du liegst nur noch auf Platz 7, siebter Platz.
auf harten Reifen unterwegs. Versuch eine Lücke herauszufahren.